Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Seasons. Ja, in der letzten Folge, es war glaube ich eine Timelapse-Folge, wenn mich nicht alles täuscht, haben wir fertig angesehen, genau. Und ich weiß nicht, ob wir dann auch noch gewaschen haben oder ob ich das einfach dann noch schnell gemacht habe. Ah ja, stimmt, ich glaube, wir haben schon gewaschen und auf jeden Fall haben wir schon mal das Zeug zum Mähen rausgebracht. Genau, das werden wir auch dann im Laufe der Folge tun, auf der Wiese hier erstmal, damit wir erstmal Futter haben, damit dann die Kühe kommen können. Die kommen morgen gegen Vormittag, Mittag so anscheinend kommen die. Genau, aber erstmal, das brauchen wir heuer nicht mehr. Schön gewaschen. Abgedreht habe ich auch schon. Und ja, dann können wir das eigentlich. Und Hydraulik geht natürlich nichts. So. Genau. Und dann stellen wir das dahin, wo es hingehört natürlich. So. Ja, ich habe jetzt wieder kein Head Tracking drinnen. Ich stelle als erstes hinten rein. Das habe ich mal wieder super hinbekommen. Nee, geht sich aus. Geht sich aus, geht sich aus. Kein Problem. Das geht sich auch aus. Hoffen wir nur, dass es mit dem Flug nicht zu knapp wird. So, passt schon. Wir müssen sie eigentlich auch nicht ganz nach hinten stellen. Gut, dann runter. Genau. Zapft, oh, Zapfwelle war sogar die ganze Zeit schon ab. Ja, gut. Sie war optisch ab. So. Könnte knapp werden. Das geht sich aber aus. So, stellen wir auch hier hin. Und runter. So, hier haben wir keine Zapfwelle oder ähnliches. Genau. Ich würde fast sagen, wir lassen den einfach noch hier stehen. Dann ist er einfach hier in der Halle drin. Muss eh nicht so offen dastehen. Genau. So, aber leider machen wir, mähen wir immer noch nicht, aber gleich. Ich verspreche es euch. Gleich. Und zwar, damit wir den auch wieder reinstellen können. So, das Gewicht. Genau. Da holen wir das eine Big Bag auch noch rauf. Genau. Aber dann verspreche ich euch mehr. Ja. Also aktuell haben wir ein bisschen viel Gewicht auf der Hinterachse. Aber sobald wir dann das Big Bag auf der Gabel vorne haben, brauchen wir das Gewicht auch. So, es wiegt jetzt nicht nur ein paar Kilo. Das super. So. Ihr seht, sehr federt Bescheid. Jetzt muss ich schauen, dass ich das da schon reinbekomme. Genau. Dann hebe ich es mir einfach ein bisschen an. So. Aber
Ich fahre noch ein bisschen vor, damit ich es ganz. Ihr habt damit die Gabel vorne natürlich nicht so viel belastet wird. So. Ja gut, ich sollte nicht die ganze Zeit bremsen, Gas geben, bremsen, Gas geben. Das wäre nicht zu gut. Da fängt das ziemlich zum Pendeln an. Das macht es so auch schon. So, jetzt ein bisschen sachte. Ja gut, so viel zu sachte. Ich lasse lieber noch ein bisschen runter. Dass es uns hier gegen den Motor knallt. So. Genau. Da habe ich ein bisschen zu spät eingelenkt. Jetzt müsste sich aber ausgehen, ja. Locker. Schauen wir das einfach mal so gut wie möglich, einfach hier nebenbei hin. Das passt schon. Genau. Stellen wir den einfach so rein. Oh. Okay, ja, nee, ich lasse das Gewicht mal oben. Obwohl, nee, ich glaube nicht, dass wir es in Zukunft brauchen, aber wenn, dann sollte ich vielleicht etwas Leichteres drauf tun, aber ja, es ist auch schon egal. Dann Ränder. So, passt. Gewicht runter und Gabel. Genau. Dann Motor aus. So, aber jetzt nehmen wir. Gut, dann hatten wir natürlich erstmal wieder einen Motor. Wäre blöd, wenn nicht. So, Handbremse raus und auf geht's. So, und diese Wiese hier handelt es sich. Dann klappen wir vorne mal aus. Vorne ausklappen, genau. Und hinten auch. So. Kann ich vorhin schon mal runterlassen. Okay. Was mich gerade wundert. So, ne. Ne, okay, passt. Ich dachte gerade, das hintere Mädel ein bisschen hoch oben. Aber nee, das passt schon, das mit. So, da kommen wir nicht ganz um die Kurve. Aber jetzt zaubern wir. Messen ganz kurz mal Feuchtigkeit vom Boden. Ja, gut. Das ist leider ein bisschen unrealistisch, weil das. Wir haben es jetzt Frühling. Also Mode Leiche hat das auch schon mal in seiner Folge angesprochen, glaube ich. Es ist schon länger her, wie er den ersten Schnitt auch gemacht hat. Im Frühling hat das Gras niemals unter 30% Feuchtigkeit. Er hat auch mit den Motoren von Seasons schon geredet. Sie haben halt auch gesagt, dass sie schauen, ob sie da noch was ändern können. Aber jetzt Season ist schon draußen und das kann man jetzt nicht so richtig ändern. Ich weiß nicht, vielleicht kann man das mit einem Geo Österreich zum Beispiel ändern, weil ich hätte schon ein Geo Österreich, auch ein Geo Tirol und ein Geo Snowylands, aber
Snowy Lens, glaube ich, wäre unpraktisch, wenn wir das hier nehmen. Da muss ich mal schauen, ob man das auch überhaupt in einen bestehenden Spielstand reinnehmen kann. Oder wenn, dann wäre es, glaube ich, am besten, wenn man es im Winter reinnimmt. Deshalb lasse ich das jetzt erstmal. Aber ihr habt es gerade gesehen, das hat 13% Feuchtigkeit. Und 13% Feuchtigkeit ist schon halb Heu. Das da ist es in echt nur, wenn es jetzt echt ewig lange komplett trocken war und so, dann ist es eigentlich echt so trocken, aber das stimmt leider nicht so ganz, deshalb haben wir jetzt. Das heißt, darf ich jetzt dann noch wenden? Oder nicht? Weil wenn ich jetzt, also eigentlich würde man wenden. Ups. Wenn man nur einmal, also in echt wendet man da eine Silage auch, einfach weil es eben in echt zu nass ist. Hier ist es zu trocken. Also können wir sagen, wir sind hier in, keine Ahnung, in Ägypten, in der Wüste. Oder was weiß ich. Okay, da, das wird dann wieder noch trockener sein, weil dann, da wird es dann gar nicht wachsen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Genau. So, falls sich jemand fragt, Nico, bei mir sieht alles anders aus. Von den Texturen her, von Gras fällt jetzt vielleicht nicht so auf. Moment. Okay, das Gras ist tatsächlich nicht anders. Das hat der Mikrobauer anders gemacht. Aber gut, das Gras hier sieht irgendwie komplett anders aus. Das ist tatsächlich so. Und zwar habe ich einfach die Standardtexturen von Giants ersetzt. Ja, das geht auch. Habe ich gestern Vormittag auch noch nicht gewusst. Gestern am Abend oder so habe ich das erfahren. Da habe ich, wenn ihr auf Instagram vielleicht gesehen habt, sind wir, es ist zwar ein bisschen unrealistisch, aber sind wir mit 24 Meter Flügen, eigentlich sind es ungemottete Gruppe, gefahren. Ja, ist auf der. Es war auf der irgendeine California Map oder wie die heißt. Da haben wir das gemacht, das sind halt Riesenfelder, da kommst du mit einem 10 Meter grob nicht, Gruppe nicht, Flug nicht weit. Deshalb, ja. Und, ja, ich bin gerade von irgendeinem Thema abgeschweift, kann das sein? Das kann sehr gut sein. Auf jeden Fall, ja, ich habe die Texturen hier geändert, genau. Einfach, das ist nicht schwierig. Das kann jeder, es ist extrem leicht. Und zwar einfach Fabio, der mir das gezeigt hat. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es das auch auf anderen Plattformen, auf jeden Fall. Einfach da Forbidden Modes und der LS19, also Forbidden Modes, Mod Schmiede, LS19 Modes, Sonstiges. Und dann da eben die Texturen runterladen. Und dann ist da oft eine README-Datei, da steht es dann eh drinnen, wo das hingehört. Oder es ist eine ZIP, die müsst ihr nicht mal entpacken, müsst ihr einfach öffnen. Und dann ist der Pfad, dann ist halt so der Pfad sozusagen eh gegeben, wo ihr das einfach dann ersetzen müsst. Und habt ihr schon ersetzt. Er hat mir jetzt einfach mal die Texturen so gesagt, ja, die soll ich jetzt reinnehmen. Ich glaube, es gibt auch keine anderen Plastikstürme jetzt, oder habe ich auf jeden Fall nicht gefunden auf die Schnelle. Aber ich weiß nicht, ob mir das schon so gefällt. Das sieht ein bisschen grau aus. Ich weiß jetzt nicht. Aber ja. Also auf jeden Fall, es sollte. Ja, ich glaube. Genau, das ist. Ne, ist das geändert? Ach doch, ich glaube, das ist auch eine geänderte Textur. Nur das Gras sieht normal aus. Es würde eigentlich auch anders
aussehen, glaube ich. Oder da ist was fehlgeschlagen mit dem Ersetzen, weil auf der California Map gibt es kein Gras, deshalb habe ich das da auch nicht gesehen. Da hat der Motor ein Gras eingefügt, deshalb wird das Standardgras überschrieben. Also mein Standardgras ist jetzt, also das Standardgras ist normalerweise das, was Giants gemacht hat. Ich habe das geändert. Da steht auch dabei, dass man das, dass der Multiplayer nicht mehr funktioniert, weil man eben andere Texturen und so hat. Das stimmt nicht. Also da steht, wenn ihr da in das Verzeichnis reingeht, hier nichts ersetzen, sonst funktioniert Multiplayer nicht mehr. Ist vom Multiplayer funktioniert trotzdem. Ein Spiel hosten sowie ein Spiel beitreten. Das heißt, da dürft ihr euch nicht abschrecken lassen. Das funktioniert trotzdem. Also ich hätte es dann auch nicht gemacht, wenn dann, weil da drin steht, ja, Multiplayer funktioniert nicht mehr. Aber was ganz wichtig ist, also ganz wichtig, aber ich empfehle euch, ein Backup davor zu machen, bevor ihr da Sachen replaced. Send, ja, wenn ihr den ganzen Data-Ordner kopiert, sind es glaube ich 10 GB oder so. Das müsst ihr dann eben selbst wissen. Genau. Wir sind bei 16 Minuten. Ich stelle den Traktor jetzt erstmal rein, weil wir heuer sicher noch mehr mähen. Und ich lasse die Mühe jetzt einfach mal auf. So. Wir haben ja eh noch andere Traktoren. Auch. Schwade haben wir nur den ganz großen. Das ist eben so die Frage. Das sage ich jetzt. Das ist Roleplay. Genau, was machen wir jetzt? Das würde ich jetzt trocknen lassen. Wir können ja schon mal den Traktor hier rausfahren. Genau. Damit ihr dann für die Kühe. Ich weiß eh noch nicht ganz, muss ich mir anschauen. Jetzt. So, ich stelle den jetzt einfach auch hier einfach so rein. So. Genau. Dann machen wir hier zu. Und ja. Ich muss mir noch anschauen, wie wir das machen, aber wahrscheinlich werden wir dann auch die Weide hier benutzen. Ah ja, da war ja mal das Thema, dass wir hier einen Pferdestall, auch halt einen kleinen Unterstand, wo dann eben auch Pferde mit den Kühen rumlaufen. Wer das jetzt sagt, das ist unrealistisch, das wird in echt nicht gemacht, das ist falsch. Ich mach's eben, weil es bei mir ein Nachbar, also ich weiß nicht, ob wir direkt Nachbarn sind, aber weil es jemand in der Ortschaft macht. Und ja, müssen wir mal schauen, ob das dann auch so funktioniert. Ansonsten einfach hier nebenbei oder ja, mal schauen. Aber dann sind wir auch bei 20 Minuten angelangt. Gut, dann danke fürs Zuschauen. Lasst euch gerne ein Like und ein Abo, da würde mich echt freuen. Könnt euch gerne bei mir auf Instagram vorbeischauen. Und ja, dann würde ich sagen, ciao.